Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich vor, mein Bücherregal neu zu sortieren und dachte, ich filme das Ganze mal für euch. Das letzte Mal, dass ich mein Bücherregal sortiert habe, war, glaube ich, vor circa 6 Monaten. Da haben mein Freund und ich das zusammen gemacht und wir haben alle Bücher alphabetisch sortiert, also nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens des Autors. Und eigentlich gefällt mir das ganz gut von der Organisation her. Das einzige Problem damit, was ich habe, ist, dass wenn ich neue Bücher habe, ich die nicht einfach irgendwo hinten so anstellen kann oder da, wo Platz ist, sondern wenn es halt irgendwie Nachname ist, der mit B anfängt, dann muss irgendwie alles aufrücken und ich muss alles umsortieren. Und das habe ich halt kaum gemacht. Und dadurch, dass halt Bücher da jetzt nicht mehr im Regal stehen, die da vorher mal drin waren und ich neue habe und irgendwie keine Lust hatte, das immer hin und her zu schieben, haben sich jetzt im ganzen Haus so kleine Häufchen an Büchern gebildet, habe ich das Gefühl. Und zwischendurch habe ich immer mal so ein bisschen gemacht, aber jetzt dachte ich, ist es mal an der Zeit, alles aus den Regalen rauszunehmen, alle Bücher zusammenzusuchen, einmal alles sauber zu machen und komplett neu einzusortieren. Und ich werde die gleiche Organisation wie vorher machen, also wieder mit Anfangsbuchstabe des Nachnamens des Autors in alphabetischer Reihenfolge. Meine Güte, ist das kompliziert. Also das werde ich so beibehalten und ich denke, das dürfte dann auch, also das Sortieren an sich dürfte nicht so lange dauern, weil ich habe dann ja schon meine Stapel und muss praktisch die Bücher, die jetzt nicht mit drin sind, einfach irgendwo dazwischen schieben. Aber wir werden sehen. Ich zeige euch jetzt erstmal die ganzen kleinen Häufchen, die ich so finden konnte. Als allererstes habe ich dieses kleine Regal hier, wo ich immer so mein TBR oder meine neuesten Bücher drauf habe und das ist bis auf, also da sind fast alle Bücher aus meinem Herbst-TBR drauf. Und ich denke, das wird wahrscheinlich zum größten Teil so bleiben. Hier ist halt nur das Problem, die stehen jetzt alle hier und wenn ich dann das eigentliche Großregal einräume und die dann irgendwann da rein müssen, dann muss ich wieder alles umsortieren. Aber gut, das ist also der erste kleine Stapel, den ich habe. Dann habe ich hier mein kleines Tischchen an Sachen, die ich so für dieses Video brauche. Hier habe ich meine Tücher, um gleich ein bisschen alles da sauber zu machen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass das Regal nie sauber gemacht wird, aber wenn man schon mal alles ausräumt, dann finde ich, gehört das dazu. Und das hier sind die drei Bücher, die ich gerade lese. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich noch nicht, was ich damit machen soll. Aber ich glaube, die lasse ich erstmal aus dem Regal raus. Mein Tee, meine Halloween-Kerze mit dieser kleinen süßen Katze. Das wollte ich euch noch zeigen. Ich finde die so niedlich. Seht ihr das? Die hängt da so dran. Und die kann man, also die kann man abnehmen und dann an andere machen. Und das hier ist die Candycorn-Kerze von Yankee Candle. Genau. Also das sind die drei Bücher, die ich zurzeit lese und ich glaube, die werde ich einfach nicht mit einsortieren. Dann habe ich ja eine wunderschöne Edeka-Tüte, die voller Bücher ist. Wenn ihr euch daran erinnert, dann habe ich bei meinen Eltern Bücher aussortiert und mitgenommen. Und da das so ein riesiger Stapel ist, habe ich einfach keine Lust gehabt, die einzusortieren. Deswegen sind die hier alle noch drin. Die sind auch noch ein bisschen staubig. Die werde ich wahrscheinlich einmal abwischen. Und ich glaube, das hier wird die größte Baustelle werden. Und dann habe ich natürlich noch das Regal an sich. Ich zeige es euch gerade nochmal. Also das hier ist der erste Teil. Bis da, da unten, das da sind DVDs und so. Und dann steht da oben nochmal ein bisschen was. Und es geht praktisch bei A los und dann geht es so weiter und wie ihr sehen könnt, sind da so ein paar Bücher, die da rumfliegen. Da liegt eins, da sind Lücken zwischendurch, weil ich da irgendwo was rausgezogen habe. Und teilweise sind das Bücher, die ich gerade lese, teilweise sind das Bücher, die auf dem kleinen Regal sind und teilweise sind das Bücher, die gar nicht mehr hier sind, weil ich die weiter verliehen habe, weil ich die zurückgegeben habe, weil ich die in Holland habe. Also es sind ganz unterschiedliche Gründe und eine Sache, die ich mir überlegt habe, ist, dass ich so Sachbücher, zum Beispiel dieses eine, das ist ja halt dieses Bonsai-Buch und ich habe da unten noch so ein bisschen was, also alles, was so Ratgebersachen sind, diese kleinen Bücher, ich glaube, die packe ich zusammen mit meinen Reiseführern so ans Ende. Also die werde ich nicht alphabetisch einsortieren, sondern die sind so einfach ihr eigener kleiner Stapel. So, ich werde jetzt alle Bücher, die hier sind, die in der Tüte sind, erstmal alles rausholen, in Stapel packen.
So, das Regal ist jetzt komplett leer, wie ihr sehen könnt. Ich habe auch schon alles einmal durchgewischt, also so wirklich super staubig war es jetzt nicht, weil ich meine, da standen ja die ganze Zeit Bücher. Aber es ist jetzt alles leer, alles sauber und so sieht mein Wohnzimmer gerade aus. ich zeige euch mal gerade kurz, also, oh, jetzt habe ich einen Stapel umgekickt. Das sind die Bücher, die mit A, also anfangen, B, C, wie ihr sehen könnt, habe ich von C sehr viel. Das liegt daran, dass ich da einige Serien habe, also von Cassandra Clare und von Suzanne Collins, die beiden sind da ja drin. Und dieser Stapel hier ist auch sehr groß, das ist M. das liegt an den George R. R. Martin Büchern, da ist ein riesiger Stapel. Naja, und das sind halt jetzt so, das sind die Stapel, die alle im Regal waren. Und übrigens hier, Stapel L ist sehr einsam und alleine. Nur ein Buch. Und dann habe ich hier immer noch meine Tüte. Und hier habe ich jetzt noch die Bücher liegen, die praktisch noch einsortiert werden müssen. Und das hier sind so ein paar Bücher, die ich da rausgezogen habe, die ich jetzt praktisch nicht mit einsortieren will. Ich zeige euch das gerade mal. Also wir haben hier so ein paar Reiseführer. Die kommen da raus. Dann habe ich hier das Peter-Prinzip. Das ist so ein, ja, so ein theoretisches Sachbuch-Dings. Dann habe ich hier eins, die besten Sketche. Das ist halt, hier sind halt so Sketche drin. Eigentlich könnte ich das Buch auch mal irgendwie weggeben. Dann Optimismus-Training, auch ein Ratgeber, mein Meditationsratgeber. Dann habe ich hier noch so ein Fitnessbuch, wo ich das Cover nicht mehr habe. Und es kann sein, dass ich da gleich noch ein, zwei Bücher drin finde, die ich dann auch rausnehme. Ja, und ich werde jetzt erstmal anfangen, diese Bücher und diese Bücher alphabetisch zu sortieren und dann irgendwie versuchen, die da mit unterzumischen und dann kommt das Ganze wieder ins Regal. Ich habe gerade total vergessen, weiter zu filmen. Ich war jetzt dabei, alles zu sortieren und wie ich das gemacht habe, war, ich zeige euch das gerade mal kurz. Hier habe ich nochmal kleine Stapel gemacht von den Büchern, die ich neu sortieren musste, auch nach Alphabet. Und hier hatte ich ja, oder habe jetzt immer noch so ein paar von denen, den Stapeln, die praktisch schon sortiert waren, die ich rausgezogen habe. Und dann habe ich immer geguckt, habe ich einen Stapel mit A und habe die dann da reingepackt und wieder ins Regal. Und wenn ich keinen hatte, dann sind die einfach wieder so reingewandert, wie sie schon waren. Im Moment sieht das so aus. Ich bin jetzt gerade bei M. Ich habe M gerade einsortiert. Und jetzt geht's. Nee, da ist noch ein riesiger Stapel M. Der muss noch. also ich weiß nicht, ob ich alles auf das und das Regal kriege, weil es sind doch noch einige Bücher da. Und ich habe einiges rausgerupft, was ich so ja jetzt als nicht Roman oder sowas einsortieren würde, sondern eher so als Sachbuch. Und die sind jetzt alle hier. Und keine Angst, den Rest filme ich jetzt noch mit für euch. Leid, meine Speicherkarte war voll und ich habe keine Ahnung, wie weit es jetzt noch gefilmt hat. Ich bin jetzt aber mit, fertig mit Einräumen und wollte euch das gerade mal kurz zeigen und ich bin ziemlich happy, so wie es jetzt aussieht. Und hier ist das Endresultat. Alle Bücher sind drin. Es gibt ein paar Sachen, die mich ärgern. Zum Beispiel ist immer noch die Cassandra Clare Reihe unterbrochen. Da sind Teil 1 und 2 und da ist der dritte und das nervt mich tierisch. Und genau das gleiche mit den John Green Büchern, aber das ist nicht ganz so schlimm, weil es keine Reihe ist. Da sind die ersten zwei, da sind die anderen zwei, die ich habe. Das nervt mich. Und bei der Game of Thrones Reihe war es sehr knapp.
Das Buch hat nämlich erst nicht reingepasst. Und dann habe ich aber hier noch eins entdeckt, was ich so in meinen Ratgeberstapel dann gepackt habe. Und dann hat es noch gepasst, Gott sei Dank. Und bei Harry Potter, muss ich sagen, war es dann auch ein bisschen eng. Aber das hat alles reingepasst, damit bin ich super happy. Dieses Regal ist jetzt auch relativ voll. Das war ja vorher nicht ganz so super voll. Da ist noch ein bisschen Platz. Und das ist jetzt hier praktisch so meine Romane, halt alles, was irgendwie so zur Unterhaltung beiträgt. Und dann habe ich dieses Regalbrett jetzt umgeräumt und da waren vorher so Spiele und sowas drin und irgendwie, weiß ich nicht, sah es auch immer so ein bisschen doof aus. Und die habe ich jetzt erstmal woanders hingepackt und hier habe ich jetzt alles, was so ein bisschen sachbuchmäßiger eher ist und das habe ich für mich nochmal in Kategorien unterteilt. Diese ersten 5 Bücher hier, das sind alles so, weiß ich nicht, so Self-Improvement, Wohlfühlbücher, irgendwie sowas. Dann geht es hier so weiter mit ein paar, ich weiß nicht, wie nennt sich das, so Fachbüchern? Ich weiß nicht, da geht es um Leadership und hier gibt es um dieses Peter-Prinzip. Dann habe ich hier das Bonsai-Ding da noch zwischen. Und diese 3, Skinny Bitch, das Game of Thrones and Philosophy Buch und diese Sketche, das ist für mich so halb Sachbuch, halb Unterhaltung. Und auf dieser Seite habe ich meine Reiseführer und Handbuch Fernweh. Das ist nämlich auch ein Sachbuch, aber da geht es halt ums Reisen und Zeit im Ausland verbringen. Und das steht da jetzt so. Und mich nervt das, dass die hier so schräg stehen. Aber wenn die gerade stehen, dann kippen die um. Deswegen, oh, guck mal. Könnt ihr das sehen? Das steht jetzt komplett alleine. Okay, wir machen es so. Ja. Also, das ist das fertige Resultat. Ich bin super happy, dass die Bücher jetzt alle einsortiert sind. Ich habe das kleine Regal, was ich noch habe, so gelassen, wie es jetzt ist. Und auch die Bücher, die ich gerade lese, sind hier nicht drin. Und ich dachte, das passt ganz gut, weil da ist noch ein bisschen Platz und da auch. Und dann kann ich da vielleicht irgendwie immer die Bücher hinpacken, die ich gerade lese. Aber meistens fliegen die sowieso irgendwo in der Wohnung rum. Ja, so sieht das Ganze aus. Falls ihr eine neue Bücherregaltour haben wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann kann ich das gerne nächste Woche oder die Woche danach für euch drehen. Und dann kann ich euch all die Bücher zeigen, die jetzt da sind, weil wie gesagt, einige sind ausgezogen, einige sind dazugekommen, ja. Das war's fürs heutige Video. Ich bin super happy, dass ich das jetzt endlich mal in Angriff genommen habe und dass es jetzt fertig ist und jetzt kann ich da wieder drauf gucken und mich freuen. Vorher hat mich das immer so genervt, dass das alles so durcheinander war. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an dem Video und wie gesagt, wenn ihr eine neue Bücherregaltour haben wollt, dann schreibt mir es in die Kommentare und schreibt auch gerne dazu, ob ihr eher nur so eine Übersicht haben wollt, welche Bücher es sind oder halt so ein bisschen, ja, mit ein bisschen mehr Inhalt, also dass ich ein bisschen was zu den Büchern sage, dann würde ich es wahrscheinlich in mehrere Teile aufteilen. Ich hätte auf jeden Fall Bock, das zu drehen, also wenn es euch interessiert, lasst es mir in den Kommentaren da und das war's für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!